Und dann geht's auch schon weiter. Ja. Dieses Herz hat bestimmt auch noch was zu bedeuten. Da haben wir ja auf so einen in der Küche da gesehen, dass das Schwein das Herz da so hochgehalten hat, das rausgerissene. Wie ist eigentlich die Helligkeit? Hat die sich eigentlich übernommen? Okay, ich denke, viel heller sollte ich es nicht machen, da geht doch die ganze Stimmung gerade verloren. Aber wie gesagt, ich glaube, ich muss mich gleich da verstecken. Wozu gibt es sonst so ein Versteck? Nein! Ich brauche ein neues Versteck. Oder Mr. Teddybär. Eins von beiden. Das ist natürlich scheiße. Hier. Also diese Maschine, von der glaube ich die Rede war, mit diesem Laufband und so da. Dann will ich da auch gar nicht drüber laufen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber ich gehe jetzt einfach nur an den Wänden entlang, außen, wo am meisten Schatten ist. Das Schwein ist ja ziemlich blind in der Dunkelheit gewesen. Und es tut mir leid, aber ich mache das Licht jetzt aus. Und wieder an. Und wieder aus. Und wieder an. Und wieder aus. Ich höre es, ich höre es, ich höre es, ich höre es, ich höre es. Gesehen, da läuft es. Das sieht gar nichts. Also ihr braucht nicht wundern, wenn ihr nichts seht. Ich sehe auch nichts. Und das ist echt fies, dass wir diese Maschine auch so nebenbei laufen. Und ich auch noch quatschen muss. Ist ja kein Wunder, wenn ich den nicht kommen höre. Ich hab ihn gehört. Er kommt wieder zurück, na ganz toll. Oh, er hat hergeguckt. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, er weiß, wo ich bin. Jetzt bin ich. Soll ich verarschen oder was? Oder was?
kommt er jetzt? Rennen! Das ist kein guter Punkt, um sich zu verstecken. Das auch nicht, ist eigentlich viel zu hell. Ich habe mich ja gar nicht das Licht hier anzulassen. Ich höre ihn doch irgendwo wieder. Jetzt gelandet, ey. Bin ich hier an der Stelle von vorhin oder was? Wir müssen gerade nochmal speichern, aber das kann ich nicht machen, sowas. Da ist jemand versteckt hier. Bleibt, wenn ich es erzähle. Moment, aber das ist echt. Ich muss echt die Ruhe nutzen, um alles zu hören, ja. Es flackert. Irgendwas flackert da. Das heißt, er kommt wieder. Und ich stehe ja scheiße. Der sieht mich doch bestimmt. Ich höre ihn, oder?
Könnte man eigentlich in den Optionen. Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, man könnte theoretisch diese Soundeffekte deaktivieren und die Stimmen dafür nur da lassen. Man hört nur das Monster hecheln und die Maschinen machen gar keine Geräusche mehr. Das wäre natürlich lustig. Er wird jetzt kommen. Er hat so ein verkrüppeltes Ärmchen, ne? Ich kann so langsam weiter. Was hat mir diese finstere Stimme aufgetragen? Unter die Kolben, in die Tunnel und zu den Bilge pumpen. Und sollten die Türen verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen anderen Weg finden. Ich kann ihm nicht trauen, aber mein Weg ist mir verborgen. Diese Geräusche werde ich ignorieren. Dieses Schnüffeln, dieses schlürfende Schritte unter mir. Ich werde den Stand halten, dem Stand halten, was auch immer dort unten lauern mag. Und ich werde sie retten. Ach, plötzlich traust du dem Fuzzi nicht mehr. Ist da was hinten? Ach nö. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es da vorne weitergeht, dann bin ich hier nochmal hergekommen, hier zurück. Ja, das kennen wir. 30. April 1890. Die Kiste traf heute Morgen ein und ich ließ sie direkt in die Werkstatt bringen. Der Körper ist bemerkenswert gut erhalten, obwohl er einen leichten, aber dennoch ekelerregenden Geruch von Feuchtigkeit und Verwesung verströmt. Es ist an sich humanoid, aber schwere Skelettverformungen erlitten. Hat aber schwere Skelettverformungen erlitten. Der deformierte Oberkörper, der Rückschlüsse auf erhebliche Muskelmasse und Deplatzierung zulässt, wird von Lederbandresten umgeben. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser unglückliche barbarischen Operation ausgesetzt oder deformiert geboren wurde und man Versuche anstellte, seinem krummen Körper etwas mehr Menschlichkeit zu verleihen. Was genau er ist, kann ich nicht sagen, aber ich rieche an ihm die Kugel der Macht und ich vermute, dass mein Großonkel Schuld an seinem seltsamen Zustand trägt. Es ist also möglich. Wir können den Körper zu einem Werkzeug umformen, um den Fortschritt von Herrn Darwins Evolution. Also und den Fortschritt von Herrn Darwins Evolution beschleunigen.
Hier aber trennen sich unsere Wege. Mein Großonkel experimentierte an Menschen, die aber schwierig zu kontrollieren und von Sentimentalität verdorben sind. Nein, wir benötigen für unsere Güter eine neue Kreatur, die loyal, schlau, stark und schnell satt wird. Und dann kamen wir auf die Idee, Schweine zu nehmen. Wahrscheinlich. Aber sind Schweine wirklich schlau? Die normalen Schweine? Da könnte man auch Hunde nehmen oder so vielleicht. Wäre sogar noch ein bisschen gruseliger, wenn man wüsste, hier laufen Hundemonster rum. Die wären noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen brutaler, glaube ich. Okay. Na komm. Na. Ach, das ist dieser Schacht, den ich schon mal gefunden habe. Der nach draußen führt. Ups, was war das denn? Im Nest der Eier. 3 Penny, 6 Pence, Spatzen und Tauben. Schau all die klagenden Engel oben. Dann wirst du es mir glauben. Kein Vergeben mehr, niemand zu retten. Wenn ich dir sag, dann heute legt Lilly sich rein in ihr Grab. Raus, in welche Richtung? In die hier, glaube ich, ne? Hier raus. Sabotage. Lädiert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden, und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denk nicht über die grausamen und unaussprechlichen Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge, beseitige die Überschwemmung, befreie deine Kinder. Quickly, Mantis, find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the floodwaters continue to rise. Woher wissen wir eigentlich, dass er die Wahrheit sagt? July 15, 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unfreundlich. Unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennenburg Vitae Infusion und einem Teil Orgon Monaden Disperser Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie injiziert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleinere Mengen Metall. Ich habe jetzt so gut wie nichts verstanden. Falls jemand von euch da sitzt und es nicht verstanden hat, High Five. Ich auch nicht. Oh, kann ich hier gleich jemanden fesseln? Das wäre geil. Steck die Schlaufe in das Loch. Na komm. Hui. Ach, das kann man also alles anfassen hier, ne? Aber so einfache Flaschen kann man nicht aufheben, oder wie?
Map, Map. Na komm, dann nehme ich halt die Lampe hier mit. Wenn ich schon keinen Teddybär habe. Oder kann ich mir hier Sachen ausleuchten, um die dann besser zu sehen? So Geheimnisse aufzudecken oder was? Ich kann nicht da irgendwas nehmen gerade. Oh oh. Hinter dem verschlossenen Tor gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das Vorhängeschloss ist alt, aber robust. Und nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Das gefällt mir. Dann dürfte es schneller sein, die Antwort zu finden. So, die Antwort ist, wir richten dieses Licht hier drauf und warten 1000 Jahre, bis das Licht es schmilzt. In der Zeit gucke ich mich schon mal um nach einer Alternative. Und wahrscheinlich kommt noch das Monster dazu, was es nochmal ein bisschen schwerer macht. Und du gehst mal beiseite, bitte. Oh, ich habe das gehört. Die scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindungen zu sein. Und das stinkt definitiv nach den ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon zu oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung, einen flüchtigen Bastard zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass ich irgendwo in der Nähe, dass ich sie irgendwo in der Nähe finden kann. Kann ich mich hier verstecken, theoretisch? Okay, das ist schon mal gut. Das ist auch aus dem Trailer, oder nicht? Hier so ein Gang. Käfige. Ich will zu den Käfigen zuerst. Das klingt gefährlicher. Oh nein! Ich höre ihn. Falls ihr nicht seht, nichts sehen könnt. Das war eine Tür, habe ich auch nicht erkannt, dass es eine Tür sein soll. Bestimmt auf dem Rückweg, wenn ich da gleich zurück muss, dann kommt bestimmt das Monster. Kann ich mich hier oben auch verstecken? Okay, das ging ja auch sogar. Oh, Mr. Teddybär! Na! Der geht's ja noch gut, hast auch überlebt. Sehr schön. Och, du Fresse, und hast einen tollen Zettel hier mitgebracht. Das ist eindeutig zu viel Leserei. Aber habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Ja, so fühle ich mich auch jeden Tag. Das müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne, wir stellen sie mit Laudanum ruhig. Dass es in diesem Spiel nicht kippt, leider. Toll. Oder auch Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sehen möchte.
Sie waren wie Vieh in einer Reihe, mit stumpfen braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft. In dem Manipulator ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen von Gas. Ich höre das stumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt, denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder und ich habe wieder Kinder und eurer mangelhaften Körper wird die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Okay, ups, fuck.